Vor allen Dingen lädt es erst mal 20 Sekunden, bis das Bild kommt, dann lädt das Bild 20 Sekunden und danach lädt es nochmal 20 Sekunden nach. Naja. Das ging ja doch verhältnismäßig fix. Außer dass es halt jetzt nochmal lädt. Lädt, lädt, es lädt, 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 fertig. Gehen Sie zu Samuelson Taylor, wenn die dann noch leben. So. Haltestelle für San Cristobal Krankenstationen und Sexton Synthetics. Ach, das ist er schon. Bevor ich mit euch rede, würde ich gerne erstmal speichern. Oh, ja, ich bin's. Ruhen Sie sich aus, Taylor. Wie geht es ihr? Sie muss versorgt werden. Die Krankenstation ist in der Nähe, aber ich wollte sie nicht alleine lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was sich finden lässt. Sie bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese Kreatur kommt? Macht's euch in so einem Schacht. In so einem Schrank hier, Queen. System auf Anweisung Apollos abgeschaltet. Klingt gut. Kurzen Blick. Was ist das denn? Ausgang. Aha. Durchhalten, Taylor. Ripley sucht nach Hilfe. Ja. Ich suche nach Medikamenten, aber nicht nach Hilfe. Vielleicht haben wir Medipack am Mann. Ah, hier kann man speichern. Gut. Ich speichere jetzt an jeder möglichen Ecke. Nur um diese blöden Ladezeiten zu umgehen. Wobei es, glaube ich, eh nicht kürzer lädt. So, gehen wir jetzt nochmal kurz hier hoch. Hier ist dicht. Ach, mal wieder Stromausfall. Gut, hier können wir nicht wirklich viel machen. Was, wenn diese Kreatur kommt? Weil hier sind wieder nirgendwo solche Stromkästen, wo wir irgendwas umstellen können. Da lag was. Was mich wundert, dass es hier verhältnismäßig hell noch überall ist. Also ich hätte damit gerechnet, dass wir doch mehr im Dunkeln tappen, sozusagen. Abgeschlossen. Aber noch ist es ja relativ hell und freundlich überall. Und diese Androiden, ne, die gehen mir auf den Sack. Ich hoffe, die sehen wir so schnell nicht wieder. Humane Gegner wären cool, die können wir wenigstens verletzen. Es wird sogar noch heller. Ach schön, guck mal, machen sie sogar die Rollläden für uns auf. Was? Ich brauche einen Arzt. Hallo? Ich brauche... Ich kann Sie nicht verstehen. Moment. Kommen Sie hoch. Ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht. Das ist doch eine Falle. Ja? Na los. Trödeln Sie nicht so herum. Der redet schon so komisch. Trödeln Sie nicht so herum. Ernsthaft? Wieder eine Ladesequenz? Boah, Leute. Spieldauer 20 Stunden, davon 5 Stunden Ladescreens. Weil wir haben doch jetzt gar nichts groß gemacht. Wieso kommt jetzt ein Ladebildschirm? Und pass auf, das ist jetzt ein kleiner Raum, wo der Typ drin sitzt. Irgendein Sicherheitsraum oder so. Der hat natürlich nicht mehr an den anderen Screen gepasst. Ich weiß, bei Let's Play soll man immer motiviert sein, aber das nervt jetzt doch ein wenig, dass hier alle furzlang eine Ladesequenz kommt. Das muss doch nicht sein. Das muss man doch anders lösen können.
Oder ist das jetzt die eigentliche Krankenstation? Vergessen Sie die Tür. Die Marshals haben alles abgeriegelt. Nutzen Sie den Lüftungsschacht. Na klar, was sonst? Sieht ja aus wie die Wäscherei hier. Wie ein Wäscheei. Batterien haben wir mittlerweile auch genug. Ein Lüftungsschacht. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich schließe den Schacht hinter Ihnen, um auf Papa sicher zu gehen. Um uns einzusperren. Weil bisher sind ja alle humanoiden Leute, die wir so getroffen haben, nicht wirklich freundlich zu uns gewesen. Außer Alex, aber naja. Hat's auch nicht mehr lange gemacht. Ups. Vor allem, wie kommen wir dann zurück? Gut, hier geht's nicht weiter. Es lief schon mal besser bei uns. Ja. Das hat gerade wieder angeschlagen, das Ding. Klick. Ja. Ripley, ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichlich in der Arzneiausgabe. Und wie kommen wir dahin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage? Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode für den Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Molly oder Lingard müssten den neuen Zugangscode gehabt haben. Mollys Büro ist am wahrscheinlichsten. Finden Sie Mollys Büro. Mal kurz auf die Karte. Also gleich nebenan. Revolvermuni. Eine riesen Schachtel, aber nur eine Kugel drin. So, hier können wir wieder irgendwas machen. Ah, okay. Gut, dann gehen wir doch erst nochmal in den Schacht rein. Da geht's raus. Und hier ist nicht. Naja, hier geht's nicht weiter. Na, mal gucken, wo wir hier rauskommen. Was ist das denn? Wie die alle irgendwelche komischen Spielsachen hier rumstehen haben. Die waren doch nicht alle ganz klar im Kopf. Kann man nur, dass ja alles im Bach runtergeht. Sollst du auch den Ausweis mitnehmen, Mädchen? Oh. Sieht aus wie Aqualino. Kennt den noch jemand? Aqualino. So, können wir hier durch? Ja, wenigstens können wir hier durch. Die. Mal kurz gucken. Wieder neu orientieren. Ach ja, gut, hier sitzt da ja der Doc. Der Onkel Doc. Der gute Onkel Doc, doch. Wieder. Also arbeiten wir am besten zusammen, oder? Beiderseitiger Vorteil. So richtig koscher bist du mir noch nicht, Freundchen. Komme ich ja zu dem rein?
scheinbar nicht. Schade. Sehen Sie mal, dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten, die mit der Anpassung an den Weltraum Probleme hatten. Sagen Sie mir einfach, wo tragische Fälle. Keine Sorge, die sind längst verschwunden. Da habe ich etwas gekonnt, dass ich durch den Schacht gegangen bin. Da liegt jemand. Nein, nein, das ist der falsche Weg. Ich gehe den Weg, den ich gehen will. Alles voll. Was ist das hier? Eine Gummizelle. Geil! Ich habe den milden Geruch von Jauch in der Nase. Dieser Ort war so vielversprechend, als ich hierher kam. Eine Tragödie, eine Verschwendung meines Talents. Deines Talents? Scheint er sehr von sich überzeugt zu sein. Zugangscode benötigt. Vor Ihnen liegt ein dicker, warmer Raumanzug. Tragische Fälle, wirklich. So weit weg vom Kosmos der Erde, von Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, da fängt der Geist an zu wandern. Tragische Fälle, aber Morley hat zu viel Zeit mit ihnen verschwendet. Die hätten nie hierher kommen sollen. Niemand hätte je hierher kommen sollen. Tja, hinterher ist man immer schlauer. Ist das Morleys Büro hier? Mord ist nicht, wenn man mich ignoriert, Morley. Verstanden? Als ich heute die Arzneiausgabe benutzen wollte, wurde mir der Zugriff verwehrt. Wie soll ich bitte meine Arbeit machen, wenn Sie und Lingard meine Zugangsprivilegien widerrufen? Einige meiner Patienten werden ohne Medizin rückfällig werden. Besonders angesichts der heiklen Lage auf der Station. Ich werde es nicht zulassen, dass das Wohlbefinden der Patienten gefährdet wird. Dies ist eine offizielle Warnung. Und damit das klar ist, ich habe kein Problem. Kuhlmann, Ende. Ist das ja eine Glotze? Wieso sind hier überall diese riesigen Controller?